Nadja Abdel-Farag liegt im Krankenhaus. Grund dafür ist ein unglücklicher Sturz in ihrer Wohnung in Hamburg. Nach dem endgültigen Beziehungsaus mit Dieter Bohlen damals im Jahr 2001 ging es steil bergab mit Nadel. Die mittlerweile 51-Jährige versuchte mit aller Gewalt, sich wieder ins Rampenlicht zu katapultieren, aber ist letztlich gescheitert. Seit Oktober arbeitet sie nun als Assistentin für den Magier Jochen Stelter und es sah ganz danach aus, als würde es langsam wieder bergauf gehen. Und nun das. Der 1984 geborene Magier sprach jetzt mit bunte.de über ihren Unfall, der sich am Freitag ereignete. Sie war ausgerutscht, hat sich einen dreifachen Bruch des Sprunggelenks zugezogen, so der RTL-Supertalent-Teilnehmer von 2012. Sie hat furchtbare Angst und verriet im Interview mit Closer: Alles ist kaputt und gebrochen. Ich hoffe, dass ich jemals wieder normal laufen kann. Da noch einige Showtermine der beiden anstehen, ist das besonders bedauerlich. Auf seinem Facebook-Account schrieb Jochen: Oh nein, vor jedem Auftritt habe ich ihr Hals- und Beinbruch gewünscht. Ich wusste nicht, dass sie es wörtlich nimmt. Gute Besserung, liebe Nadja Abdel-Farag.